Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde vom Fundcast. Hier ist eine neue Folge und ich freue mich sehr auf einen Gast. Ja, Harald, wie darf ich dich vorstellen? Wenn ich über dich lese, dann lese ich immer wieder ein Pionier der Internetbranche. Du hast deine Ideen von Anfang an verwirklicht, auch um der Non-Profit-Welt zu helfen. 2012 sogar irgendwie mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Wenn ich richtig eben gesehen habe, hängt es da hinter deinem Kopf, richtig? Ja, yeah, genau. irgendwo muss man das ja dann hinhängen. Ja, yeah, genau, irgendwo muss es hängen. Sehr schön. Ja, macht sich gut dort. Harald, auch an dich die Frage, wie siehst du die aktuelle Situation? What's hot, what's new in Digital Fundraising? Ja, also ich denke, es gibt eine ganze Reihe von Trends, die kann man gar nicht so sehr trennen zwischen karitativer Welt und kommerzieller Welt. Vieles hängt natürlich unmittelbar zusammen. Vielleicht einfach kurz erstmal im kommerziellen Bereich ist inzwischen es tatsächlich so, dass es kaum noch eine Branche gibt, die nicht in irgendeiner Form online digitalisiert wird. Branchen, wo man früher nicht drüber nachgedacht hätte, dass das technisch überhaupt möglich ist oder dass das vom Verbraucher angenommen wird. Ich merke das sehr intensiv. Ich habe eine meiner Firmen, ist eine Agentur, eine klassische Internetagentur, die im Bereich kommerzieller Shops und kommerzieller Systeme tätig ist. Mhm. Und da merken wir einfach, dass da im Augenblick wirklich ein Knoten platzt. Und genauso merken wir auch, dass immer mehr auch kleinere Organisationen oder kleinere Vereine anfangen, über das Thema Online-Fundraising nachzudenken. Die letzten Jahre, ich bin jetzt 17 Jahre dabei, dann sieht man natürlich viel. In der Regel war es eigentlich eher so, dass es so diese klassischen NGOs, MPOs waren, die auch bisher sich mit dem Thema Online-Fundraising beschäftigt haben. Heute sind es die kleinen Fußballvereine, heute sind es die freiwilligen Feuerwehrs, die Sportvereine, querbeet bis hin zu allen politischen Parteien, die einfach für sich auch erkennen, dass der Weg des Online-Fundraisings ein Weg ist, um halt auch Spendengelder generieren zu können. Okay. Wir haben jetzt mit unserem Help-Tool, was wir ja seit einigen Jahren im Einsatz haben, über 4000 Vereine in Deutschland, Schweiz und Österreich, die unsere Technologie inzwischen nutzen. Also Digital Fundraising kommt auch bei kleinen Organisationen an. Was siehst du noch? Du bist gerade auch an einem Projekt dran, an einer Firma, Get More. Charity Shopping, ist das auch ein Ding, wo du sagen würdest, das ist gerade hot and new oder wie auch immer wir es nennen wollen? Naja, also Get More, wenn wer so ein bisschen verfolgt, was ich mache, der kommt dann eigentlich relativ schnell dazu, dass man irgendwann auf die Idee kommt, zwei Welten zusammenzuführen. Mhm. Get More habe ich vor 3 Jahren gestartet. Die Grundidee ist aber schon vor knapp 10 Jahren entstanden. Ich habe damals für die Deutsche Telekom deren Direktvertriebskanal aufgebaut mit inzwischen über 250.000 privaten Vermittlern. Das ist heute einer der größten Vertriebskanäle für die Telekom. Und in der damaligen Zeit entstand eigentlich die Grundidee zu Get More. Wenn man heute davon ausgeht, dass es über 700.000 Menschen in Deutschland gibt, die sich mit dem Thema Empfehlungsmarketing, Direktmarketing beschäftigen, und Get More ist in Deutschland die erste sogenannte Social Selling Community. Wir haben über 6000 Communities bereits auf der Plattform, wo Menschen ihre eigenen persönlichen Umfelder dazu nutzen, um dementsprechend über ihren individuellen Get More Shop halt auch Angebote anbieten zu können und halt auch Produkte anbieten zu können von faktisch dem gesamten Online-Markt. Wir haben jetzt über 1300 Partner, von Amazon bis Zalando ist alles dabei. Also wir sind sehr breit aufgestellt. Get More ist ein klassisches kommerzielles Projekt, wo auch Venture Capital drinsteckt, wo wir Investoren mit drin haben. Mhm. Es wird aber ein weiteres Produkt geben. Das Thema Charity Shopping liegt auf der Hand. Jetzt ist das kein ganz neues Thema. Ich glaube aber, dass das, was bis jetzt in Deutschland passiert ist, eigentlich noch sehr homöopathisch ist. Mhm. Wobei da die Kollegen sehr erfolgreich unterwegs ist, vor allem wenn man sich anschaut, mit welchem Manpower zum Teil die ja nur tätig sind und auch ohne große Investoren. Mhm. Aber es geht darum, dass wir einige Schwachstellen gesehen haben in diesem System, eine Lösung gefunden haben, wie man diese Schwachstellen umgehen kann und dieses Thema Charity Shopping noch um ein Vielfaches attraktiver bauen kann. Mhm. Und das sind wir am Vorbereiten. Das wird unter der Marke Help Shopping stattfinden, wird im Sommer fertig sein. Okay, also naja gut, dann können wir uns da auf was ganz Neues freuen. Ne? Genau. Ja, klasse. Gibt es sonst noch irgendwas, was du auf die Frage What's Hot, What's New in Digital Fundraising weltweit oder speziell eben in Deutschland oder der Dachregion, was da für dich eine Rolle noch spielt? Ja, wir haben noch ein weiteres Projekt, aber das ist halt immer so die Schwierigkeit, wenn man was erzählt. Eigentlich will man ja die Leute nicht schlauer machen, bevor man es nicht selber umgesetzt hat. Pack aus die Geheimnisse. Nein, klar. Wir haben ein sehr großes Projekt im Augenblick, was wir in Kooperation mit einem großen Softwareunternehmen zurzeit am Realisieren sind.
Das ist wirklich etwas, was es so noch nicht gibt. Okay. Da haben wir eine Nische entdeckt, an der sich bis jetzt noch keiner reingetraut hat. Könnte ziemlich spannend werden. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Okay. Wenn man so wie ich unterwegs ist und auch sehr früh an Dingen arbeitet, gibt es immer die Situation, dass manches gut funktioniert. Mhm. Manchmal hat man auch mal einen Flop gelandet, ist mir auch schon passiert. Mhm. Aber ich denke, am Ende des Tages ist entscheidend, auch den Mut zu haben, Dinge auszuprobieren und auch das Risiko in Kauf zu nehmen, dass es vielleicht mal nicht funktioniert. Bei dem einen Thema, was ich jetzt nicht ansprechen möchte, bin ich mir sehr sicher, dass es funktioniert. Okay. Vielleicht kann man eins noch sagen, was wir auch merken, so wie im Bereich des kommerziellen Internets inzwischen es keine Tabus mehr gibt. Mhm. Wir bauen jetzt gerade für einen sehr großen Anbieter im Bereich, eine ganz andere Branche, im Bereich Pflanzen, also Setzlinge, okay, eine komplett neue Plattform, die es so tatsächlich auch noch nicht gibt, die also anfangen, da auch wirklich richtig zu investieren, mit über 7000 Vertriebspartnern hinten dran. Also da sind auf einmal völlig neue Kanäle. Und was ich glaube, was im Charity-Bereich interessant wird, ist, dass vieles von dem, was technologisch im kommerziellen Bereich natürlich dann halt auch investiert wird und auch gebaut wird, sich adaptieren lässt auch für den karitativen Bereich. Das eine kann von dem anderen sehr viel lernen. Und da ich mich halt in beiden Welten bewege, ich habe jetzt 4 Firmen, bin in verschiedenen Internet-Startups beteiligt, kann ich natürlich vieles auch dementsprechend adaptieren und auch Technologien wiederum verwertbar machen für den karitativen Bereich. Wir haben die letzten 3 Jahre in der Help-Welt ein bisschen uns nicht mehr so um die Seite gekümmert. HelpDirect ist von der optischen Anmutung her jetzt eher ein bisschen old-fashioned, gehört ins Museum. Da wird sehr viel passieren. Wir sind das zurzeit komplett neu am Programmieren. Okay. Und von daher, lasst euch einfach überraschen. Genau das machen wir. Schönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, lieber Harald. Und dann liebe Grüße erstmal und vielleicht irgendwann auch mal wieder offline dann. Bis bald. Ciao. Vielen Dank. In diesem Sinne, gute Zeit. Ne? Tschüss. Tschüss.